Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am Jahresübergang. Wir Menschen brauchen solche Daten, an denen wir uns erinnern können, was war eigentlich im letzten Jahr. Ich weiß nicht mehr, was am 12. Januar war, aber ich weiß, was im letzten Jahr an Weihnachten und an Silvester am Jahresübergang war. Und so sind diese Jahresübergänge immer die Zeiten, an denen wir zurückblicken, was hat sich verändert, was ist geschehen, in denen wir aber auch vorausblicken auf das, was wir uns erhoffen, was wir uns wünschen, wovon wir erwarten, dass es auf uns zukommen wird. In manchen Jahren werden diese Erfahrungen relativ gut erfüllt. Manche Planungen gehen genauso auf, wie ich sie mir am Altjahresabend vorgenommen habe. Aber so unterschiedlich unser Jahr 2020 ganz persönlich auch gewesen sein mag, ich glaube, wir können für uns alle sagen, dass es ein komplett anderes Jahr war, als was wir vor einem Jahr erwartet haben. Dass eine Pandemie unsere Welt heimsucht, dass wir alle davon so sehr in unserem Alltag getroffen und ja, auch eingeschränkt werden, das hat vor einem Jahr keiner erwartet. Und so gehen wir in diesen Gottesdienst am Altjahresabend mit allem, was wir Gott klagen wollen, aber auch mit allem, wofür wir dankbar sind, mit allen Ängsten für das kommende Jahr und mit all den Hoffnungen, die in unseren Herzen ruhen. Wir bringen all das vor Gott, Erinnerungen und Hoffnungen, die Zurückschau und die Vorausschau. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Lass dich des Tags die Sonne nicht schwächen, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. In unserem Garten sind die Büsche und Bäume zurzeit kahl. Direkt an unserer Gartentür steht ein Strauch. Von ihm stammt dieser Ast. Die spitzen Dornen fallen sofort auf. Stark und kräftig wehren sie jeden ab, der sich dem Zweig nähert. Das Jahr 2020 hat einige Dornen für uns bereitgehalten. Zunächst fing zwar alles ganz normal an, doch schon kurz nach Fasnacht veränderte sich unsere Welt. Gefühlt von jetzt auf nachher. Spätestens seit März leben wir mit der Pandemie. Wir mussten lernen, Abstand zu halten, alleine zu bleiben,
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Geschäfte und alle kulturellen Veranstaltungen wurden geschlossen bzw. eingestellt. Leicht war das für uns alle nicht. Und doch weiß ich, dass wir unterschiedlich starke und scharfe Dornen erlebt haben. Als Pfarrerin zum Beispiel habe ich eine feste Anstellung. Ich habe auch im Jahr 2020 mein monatliches Gehalt bekommen. Andere haben diese Situation nicht. Sie bangen noch immer um ihre Existenz oder mussten sogar schon aufgeben. Und auch die Distanz fühlt sich für uns sehr unterschiedlich an. Ich lebe mit meiner Familie zusammen, mit Mann und Kindern und Hunden. Zwar verzichte ich auf das Treffen mit Freunden und auch die Begegnungen in der Kirchengemeinde fehlen mir sehr, aber ich weiß, dass ich jeden Tag mit geliebten Menschen zusammen sein darf, weil wir ein Haushalt sind. Bei manchen von Ihnen mag das anders aussehen. Wer die Kinder weit weg hat, vielleicht sogar in einem anderen Land, wer alleine lebt, hat es in dieser Corona-Situation deutlich schwerer und einsamer. Und auch die Pandemie hat uns unterschiedlich getroffen. Manche waren erkrankt, einige sind gestorben. Einige, ja sogar viele, sterben gerade jetzt. Mancher Abschied konnte nicht so erlebt werden, wie es sich richtig angefühlt hätte. Und dann sind da noch die ganz persönlichen Erlebnisse, die nur jeder Einzelne in sich trägt und die eben auch zu diesem Jahr gehört haben. Die eigenen Dornensituationen, die eigenen Tiefen des Lebens im vergangenen Jahr. Was tun wir mit all diesen Dornen? Wir werfen Gott vor, was wir nicht begreifen, was wir nicht verstehen, was wir nicht akzeptieren können oder wollen. Gott hält unsere Klage aus. Die Psalmbeter machen es uns vor. Wir brauchen nicht mal freundlich sein. Vor Gott können wir unsere Gefühle aussprechen, auch die Wütenden, die Traurigen, die Fassungslosen. Schauen Sie auf die Dornen des Zweiges und überlegen Sie, was sind meine ganz persönlichen Dornen, die ich Gott heute am Jahresende klage? Doch der Ast trägt nicht nur Dornen. Er trägt auch, sogar jetzt im Winter noch, die Zeichen, dass es einmal Blumen gab an diesem Zweig. Die Rosen haben wunderbar geblüht, auch im Jahr 2020. Ich mag nicht bei der Klage stehen bleiben. Und schauen Sie einmal auf die Klagepsalme bei uns im Alten Testament. Sie schwingen auf einmal um in das Loblied. Die Klage ist wichtig, sie hat ihre Zeit. Sie kann voll ausgelebt werden. Aber sie hilft nur dann, wenn sie am Ende aus der Dunkelheit hinausführt. So hat bei allem Schweren im Jahr 2020 auch die Dankbarkeit am Ende des Jahres ihren Ort. Ganz persönlich bin ich dankbar für einen guten Start hier in Breisach. Ich bin dankbar für die Aufnahme in Ort und in der Kirchengemeinde. Ich bin dankbar, dass die Kinder Freunde gefunden haben. Und ich erinnere mich an viele kleine Momente, die wunderbar waren. Momente der Gemeinschaft über die Distanz hinweg. Momente, wo ich Neues ausprobiert habe, was ich ohne die Pandemie nie getan hätte. Momente einer Besinnung, weil viel Überflüssiges nicht stattfand. Noch einmal halten wir einen Augenblick inne. Lassen Sie Ihre eigenen Blumenmomente vor dem inneren Auge vorbeiziehen. Wofür sind Sie am Ende des Jahres 2020 besonders dankbar? Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.
Schließlich hat der Strauch in unserem Garten sogar Früchte gebracht. Vielleicht ist das der Punkt, der für mich im Rückblick auf das Jahr 2020 am meisten zweifelhaft ist. Denn ich denke, wir hätten viel mehr Frucht bringen können in diesem Jahr. Gerade indem alles mal zum Stehen gekommen ist, hätten wir intensiver nach neuen Wegen, nach neuen Früchten suchen können. Viel zu oft höre ich in diesen Tagen, dass endlich wieder alles so werden soll, wie es vor Corona war. Dabei wissen wir, dass der Lebensstil aus Konsum, Tourismus und Verkehr unsere Erde zerstört und damit auch die Grundlagen, von denen wir leben. Ich wünsche mir, dass wir die kommenden Monate fruchtbarer gestalten. Statt Aufrechterhaltung des Alten, lieber Neugestaltung unserer Gesellschaft und unserer Gewohnheiten. Was gewesen ist und was kommt. Unsere Klage, unsere Dankbarkeit und unsere Hoffnungen. Alles wird gehalten von der Zusage Gottes, die Jesus seinen Freunden zuspricht. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wie wir es im Psalm eben gehört haben, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Unsere Hilfe kommt von Gott, dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn wir nun alle miteinander und doch auch jeder für sich über diese Brücke schreiten, diese Brücke vom Jahr 2020 in das Jahr 2021, dann bin ich mir ganz sicher, dass wir auch im nächsten Jahr wieder viele verschiedene Dinge erleben werden. Auch im kommenden Jahr werden uns Dornen erwarten und für manche von uns werden es stärkere Dornen sein als für andere. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass das Leben, dass Gott uns Blüten schenken wird. Die Frage ist, ob wir sie sehen werden. Und so werden wir unser Jahr eben doch auch selber gestalten. Lassen wir uns verletzen, immer wieder neu von den Dornen, die das Leben uns schenkt, oder erfreuen wir uns an den Blüten? Ich wünsche Ihnen und ich wünsche uns allen, dass unser Weg mit Blüten gesegnet ist, dass Gott seine Hand über uns hält und dass er uns vor allem die Augen öffnet, dass mitten in der Dunkelheit die Blumen blühen. Oder anders ausgedrückt, dass mitten in der Dunkelheit das Licht Gottes leuchtet. Sie gehen Sie gesegnet in das kommende Jahr. Amen. Spielen uns her, befreit von Angst und Schreck.
Wir möchten dir Bitte halten. Guter Gott, am Jahresende sagen wir dir Dank. Danke für alle Blüten in unserem Leben, für alle gelungenen Momente, für alles Neue, das gelungen war, für alle Lernprozesse, für alle Erfahrungen des Miteinanders trotz erzwungener Distanz. Guter Gott, es gab und gibt auch viele Dornen. Menschen zeigen ihr wahres Gesicht. Wir sehen den lebendigen Egoismus in unserer Gesellschaft, der nicht bereit ist, sich für das Wohl des anderen mitverantwortlich zu fühlen. Wir bitten dich, lass uns umkehren. Lass uns lernen, Dinge zu tun, die zuallererst dem Nächsten und nicht zuerst uns selber dienen. Guter Gott, Klimawandel, Kriege in aller Welt, die Corona-Pandemie, so vieles macht uns Angst. Wie wird unser Weg weitergehen? Wir bitten dich, führe uns deinen Weg, der die Erde bewahrt und uns eine Zukunft schenkt. Mit den Worten Jesu beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Möge Gott seine schützende Hand über dir halten.
Ich wünsche uns allen, dass wir uns wiedersehen und dass Gott seine schützende Hand bis dahin über uns hält. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Jahr.